Pressekonferenz zurück in der ersten Liga nach einem Jahr. Ich freue mich besonders, hier zu sein. Erstes Statement, bitte, Gästetrainer. Ja, ich gratuliere Andy und die Bayreuther Mannschaft. War eine super Atmosphäre hier in Bayreuth und auch ein verdienter Sieg für Bayreuth. Ich glaube, die haben intensiver gespielt. Die haben das Spiel von Anfang an mehr gewollt. Sie wanted it more. Wir haben, glaube ich, ein gutes Gameplan gehabt, aber wenn man Loose Balls verliert und wenn man in 1 gegen 1 Situationen immer die Penetration zu Gibson gibt, dann er wird den offenen Mann finden. Das war auch so heute und wir haben einen sehr starken Jared Reiner gesehen, inside. Leider für uns ist Jason Boone nicht sich selbst sozusagen. Es ist ein neuer Schaden von sich selbst. Wir haben einen Impuls von Jermaine Raffington gekriegt. Ich bin froh und stolz, dass er uns ein bisschen Impuls in der ersten Halbzeit gegeben hat, aber das war nicht genug. Und wie gesagt, gratuliere zu Andy in Bayreuther Mannschaft. Sie haben einen Charaktertest von Ihrer Mannschaft verlangt. Trotzdem bestanden den Test? Heute, also gewinnen und verlieren ist ein Ding. Ich glaube, wir haben hart gespielt, aber nicht konzentriert genug. Mhm. Wir haben gesehen, dass Bayreuth als Team sich präsentiert hat und wir haben zu viele Ego-Zock und Dribble-Room mit Pick-and-Roll. Es fehlt noch ein Führungsspieler, ein Point-Guard, der das Spiel organisiert. Wir müssen uns finden in diesem Respekt. Okay. Ich darf die Kolleginnen und Kollegen bitten, zuerst die Fragen an den Gästetrainer zu richten, weil ihr, glaube ich, nachher weg müsst. Wie sieht's aus? Bitte schön. Also, es ist jetzt wieder nur ein Tag Regeneration vor dem Oldenburg-Spiel. Es ist ja nur ein Tag Regeneration vor dem Oldenburg-Spiel. Und wie sieht da die Vorbereitung aus, angesichts dieser intensiven Belastung von 3 Spielen in 5 Tagen? Ja, wir müssen erstmal dieses Spiel analysieren. Also, wir könnten nur sagen, könnten nichts sagen, okay, wir haben ein Spiel in 2 Tagen. Wir haben nicht perfekt gespielt. Wie gesagt, Bayreuth war die bessere Mannschaft, aber wir haben ein paar sehr fundamental Dinge nicht richtig gemacht. Wir mussten das analysieren und es macht keinen Sinn, Strafe, Lauf oder etwas Penalties zu machen. Es ist eine Kopfsache und wir müssen mehr konzentriert für Oldenburg sein. 2, 3 Fragen. Bitte. Wie ungewöhnlich ist die heutige Dreierquote für Ihre Mannschaft? Ja, also das war gute Defense, möchte ich sagen, weil die waren nicht in Rhythm. Fast alle von unseren Dreier waren am Ende des Shot Clocks. Wir haben uns, wie heißt das, hurried, beeilt. Ja. Beeilt ein bisschen, auch in Fast-Break-Situations. Wir waren nicht cool genug in der Offense. Und wenn Bayreuth 22 Sekunden gute Verteidigung spielt und wir ein Off-Balance-Dreier wirft, das ist nicht unser Ziel. Das ist kein High-Percentage-Shot. Bitte. Für den Jermaine Raffington und für den Christoph Tetzner war das heute ein besonderes Spiel, sicher hier in Bayreuth. Wie sind Sie zufrieden mit deren Leistung bisher, jetzt nicht nur in dem heutigen Spiel, sondern im bisherigen Verlauf der Saison? Tetz und Jermaine sind beide sehr, sehr sympathische Jungs und als Menschen, die sind super, natürlich. Die haben eine andere Rolle, glaube ich, als in der zweiten Liga. Und das ist eine andere Hierarchie, besonders für Tetz. Das ist eine neue Stadt, aber wie gesagt, es gibt kein Problem persönlich oder mit der Einstellung. Die haben eine absolute Team-Mentalität und Team-Einstellung und das ist nicht unser Problem. Tetz und Jermaine sind nicht unser Problem. Ja, gibt es noch eine Frage?
dem ist nicht so. Dann darf ich erstmal schon mal Danke sagen. Okay, also, ciao. Ja, Andi Wagner, wie sehr pumpert das Herz noch? Naja, ich sag mal, es war natürlich unheimlich wichtig, heute einen Sieg zu holen. Wir sind natürlich heilfroh, dass wir heute gewonnen haben. Haben uns ziemlich viel vorgenommen für das Spiel, haben hart trainiert die Woche und ich muss sagen, muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, wie wir den Gameplan umgesetzt haben, haben genau das gemacht, was wir uns was vorgenommen haben, haben vor allem in der großen Disziplin im Angriff gezeigt, haben uns nicht anstecken lassen von dem enormen Druck von Göttingen, für den sie bekannt sind und vor allem wir haben in der Verteidigung, jeder hat für den anderen mitgekämpft, haben keine so offenen Würfe zugelassen für Göttingen, was natürlich der Schlüssel war, haben die Gegenstöße von Göttingen unterbunden im Großen und Ganzen und vor allem beim Gereboundet, was auch ganz wichtig ist gegen Göttingen. Mich freut vor allem, dass das erste Heimspiel gewonnen worden ist und da auch einen großen Dank an die Zuschauer. Ich denke, ohne die Zuschauer hätten wir es nicht gewonnen. Die haben uns nach vorne gepeitscht über 40 Minuten und haben immer den Impuls gegeben, den wir gebraucht haben und hat uns vielleicht ein bisschen gefehlt auswärts. Deswegen freut es sich umso mehr, dass wir heute das Heimspiel gewonnen haben. Okay, ich darf gleich an die Kollegen geben. Fragen an die Kollegen? Dann frage ich mal, ist das jetzt sind das jetzt ungefähr die Spiele, auf die wir uns ständig einrichten müssen, mit Herzschlagfinale und großem Kampf? Ja, ich denke, in der BBL gibt es keine einfachen Spiele. Also das muss jeder verstehen, wenn man in der BBL sich zurücklehnt, dann wird man verlieren. Und es sind viele Mannschaften vielleicht auf Augenhöhe, das wird man sehen. Nach 3 Spieltagen kann man das noch nicht sagen, aber es wird mit Sicherheit viele knappe Spiele in dieser Liga geben. Dafür ist die Liga zu ausgeglichen. Und auch eine untere Mannschaft kann mal in einer oberen Mannschaft ein Bein stellen. Und ja, wir wollen natürlich jetzt weiter an uns arbeiten. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben eine schlechte Vorbereitung gehabt. Haben in den ersten 2 Spielen auch nicht so gespielt wie heute. Hätten wir vielleicht auch gewonnen. Aber wie gesagt, wir müssen weiter arbeiten. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben in 2 Tagen das nächste Spiel in Tübingen. Es gilt zu regenerieren. Eine lockere Trainingseinheit. Und dann nach Tübingen fahren, um den nächsten Sieg einzufahren. Stefan Schmidt kam gar nicht zum Einsatz. Ist da ein Grund? Nein, das ist wie gesagt, wir haben 11 Spieler, aber das ist in der Rotation nicht mal so einfach. Auch Steve Halski hat heute nicht so viel gespielt, weil einfach die Göttinger ziemlich klein gespielt haben. Wenn sie mit 3 Point Guards teilweise auf dem Feld stehen, kann man nicht so groß spielen, muss sich ein bisschen anpassen. Deswegen hat da heute Javon Harris auch mehr auf der 3 gespielt. Und das war eine taktische Maßnahme heute. Und der Stefan macht einen guten Job im Training, wird seine Chance mit Sicherheit in der Saison noch bekommen. Aber wie gesagt, das Team zählt und haben sich alle toll vorbereitet auf dieses Spiel, haben hart gearbeitet und heute wirklich fast alles perfekt gemacht. Okay, bitteschön, Fragen. Ist das jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt 2 knappe Niederlagen gehabt, wo wir auch ein bisschen Nervosität gespürt haben, war das jetzt heute auch so ein bisschen der Befreiungsschlag, dass jetzt die Jungs sagen, ihr wollt jetzt durchatmen, ersten Punkte und jetzt sind wir angekommen in der Liga? Ja, mit Sicherheit. Jeder Sieg hilft natürlich. Ja. Man zweifelt natürlich an sich, wenn man Spiele verliert. Die Spieler denken, oh, hätten wir gewinnen können. Und jetzt müssen wir mit jeder Niederlage wird es natürlich härter. Deswegen tun Siege immer gut natürlich. Aber muss auch realistisch bleiben. Wir sind Neukömmling in der Liga und müssen kleine Schritte machen. Ja. Und haben etwas Lehrgeld gezahlt in den ersten Spielen. Hatten aber noch nicht den Rhythmus, den wir brauchen. Den haben wir jetzt, kommt langsam, aber wir sind noch nicht am Ende. Ja. Gerald Reiner hat heute ordentliches Spiel gemacht, aber ist noch lange nicht auf dem Niveau, wo wir ihn gerne sehen würden. Und da sind auch noch 1-2 andere Spieler dabei. Wir haben junge Spieler dabei mit Simon Schmitz, der immer wieder reingeworfen wird, der aber tolle Spiele macht, der auch heute den Danny entlastet hat. Und vor allem auch, wie gesagt, wir haben als Team heute einfach sehr gut gespielt. Und natürlich, jeder Sieg hilft und das macht natürlich mental stärker. Es war auffällig, dass immer dann, wenn sich der BBC hätte absetzen können, sozusagen leichte Ballverluste eingetreten sind. Ist das noch ein Punkt, wo man dran arbeiten muss? Ja, man muss immer an Ballverlusten arbeiten, ja. Aber das ist auch Göttingen. Die haben auch ein, zwei Mal den Ball zu oft weggeworfen heute und teilweise haben wir intensiver verteidigt als Göttingen. Und dass man kann nicht ohne Turnovers gegen Göttingen spielen, ne? Die 40 Minuten pressen, draufspringen und das produzieren auch eben oder provozieren. Und wie gesagt, es gibt an vielen Dingen noch zu arbeiten, nicht nur an Ballverlusten, auch an Rebounds im ersten Viertel. Es kann nicht sein, dass wir ins Spiel gehen und gleich mal 3 Offensive-Rebounds zulassen. Aber wie gesagt, das sind alles auch nur Menschen, keine Roboter. Und vor allem nach den ersten 2 Spielen war das schon eine enorme Steigerung. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir einfach weiter arbeiten, weiter Rhythmus bekommen, gesund werden. Und dann hoffe ich, dass wir noch viele Spiele gewinnen werden. Okay, ich darf nochmal in die Runde gehen, bitte. Eine Frage weiß der Trainer nicht. Wie viele Zuschauer waren offiziell da? Weiß das jemand? 2.900.
Gut, darf ich nochmal fragen? Last call. Keine Fragen mehr, alles beantwortet auf dem Platz, auf dem Parkett. Wunderbar, dann schönen Dank an die Leute.